Und dann wollte ich noch etwas darüber sagen, wie man mit Kindern spricht. Das war ein psychologisch interessierter Laie, eine Art Persönlichkeitsentwicklungscoach, der hat vor Jahren etwas Saukluges dazu gesagt, was ich euch unbedingt mitgeben möchte. Das war mir ein sehr großes Anliegen. Kindersprache. Wenn ein Baby spricht, Gugu, Gaga, Gigi, Gugu, oder wie Mark Mobil es macht, aha, als würde er einen Sechsjährigen nicht ernst nehmen. Das sollte man nicht mit Kindern tun. Denn wenn man so mit Kindern spricht, erklärt man sie im Grunde genommen für dumm und bringt ihnen auch nichts Vernünftiges bei, sondern die Kinder lernen dann selber nur die Babysprache. Möchte man einen intelligenten und emotional reifen Menschen bei sich haben, sollte man mit einem Kind von Geburt an sprechen wie mit einem Erwachsenen. Das hat der Psychologe damals so formuliert. Der psychologisch interessierte Laie, Erfolgscoach. diese Ansicht hat sich bei mir durch spirituelle Lehren jetzt massiv erweitert und jetzt gebe ich meine Ansicht dazu. Ich erweitere das Ganze noch ex im Extrem. Also ich gebe noch mal jetzt wiederholend das Fazit wieder, was dabei rauskam von dem Typen, was er gesagt hat. Das Fazit ist im Grunde genommen: Willst du ein intelligentes Kind, musst du denen auch intelligente Dinge beibringen. Und willst du, dass das Kind mit dir erwachsen spricht, musst du mit dem Kind erwachsen sprechen, damit es das dann spiegeln kann. Wenn du Gugu Gaga sprichst, spiegelt das Kind Gugu Gaga und benimmt sich dementsprechend aufstampfend, wütend, mit dem Kopf vor die Heizung laufend. Keine Ahnung. Irgendwas herumpolternd. Ich erweitere das durch spirituelle Lehren. Erstmal erkannte ich es in mir, das muss ich sagen, als ich so 13 war. Da dachte ich mir, für wie bekloppt halten die mich eigentlich alle? Das, was ihr mir da erklärt, das ist eine Lüge. Erstmal erkannte ich die vielen Lügen, die man mir erzählt, intuitiv. So zwischen 13 und 16 kam eine intuitive Aufwachphase, ganz stark in mir. Was ihr da erzählt, das ist erstmal teilweise eine Lüge. Und teilweise mache ich es viel besser als ihr. Das heißt, so wie ihr vorgeht, das ist unnütz, das müsste nicht so sein. Das ist einfach alles Schwachsinn, was ihr macht. Ihr schafft damit unnötig Leid oder Anstrengung. Ihr könntet das so und so und so machen, dann wäre alles leichter und besser für alle. Das heißt, ich habe mich anderen mit 13 schon massivst überlegen gefühlt, weil ich erkannte, wie schwer es sich die anderen da am Außen tun, machen. Und die haben mich aber abgewertet, alle. Vor allem mein Vater übrigens. Ganz interessante Geschichte. Aber heute nicht mehr dazu. Weil ich mit 13 ein unwürdiges, noch dummes, unerfahrenes Kind sei, obwohl ich in mir erkannte, dass ich alles besser weiß als die im Außen. Und das hat nichts mit Ego, Arroganz zu tun. Das glaubt, es wisse alles besser. Nein, ich habe wirklich die Mechanismen wahrgenommen und gefühlt. Das ist unnötig schwierig, wie ihr es macht. Ohne es wertend zu sehen. Ohne es abwertend zu sehen. Wertend schon, aber nicht abwertend. Sondern wieder im typischen Unnütz. In der relativen Neutralität. Aber nicht, um mich zu erhöhen, sondern einfach, weil ich es für mich und alle in meinem Umfeld leichter haben wollte. Auch ich war das dumme Kind, ich wusste nichts aus deren Perspektive. Und dementsprechend haben die mit mir auch mit 13 und 16 noch ziemlich abwertend gesprochen und mich als dumm behandelt. Ich weiß aber durch mich schon, wie hochgradig intelligent Jugendliche sind. Die sind in meiner Welt schon erwachsen und hätten ein absolutes hundertprozentiges Mitsprache- und Entscheidungsrecht in meiner Welt. Einfach nur, weil ich mit 13 schon allen überlegen war. Punkt. Und es ja auf gewisse Weise auch heute noch bin, so wie es alle hier in dieser Gruppe sind, die wissen, wie die Dinge sind, woher wir kommen und was eigentlich der Hintergrund ist und die wie wir nicht in diesen Schleifen gefangen sind von Materie und den Glauben daran, dieser 3D-Körper sei ich und das Leben.
Also auf eine gewisse Weise sind wir alle überlegen und ich sage das eben nicht, um mich günstig aufzuwerten, auch wenn es sich befreiend anfühlt. Und diese Erkenntnis, dass ich mit so jungen Jahren schon so viel Begriff, Verstand hinterfragte, reflektierte und verbessern und verändern wollte, würde ich ohne spirituelle Lehren schon mit einem 13-Jährigen wie mit einem vollwertigen Erwachsenen reden und habe es dann auch getan. Zum Beispiel mit 18 oder mit 25 habe ich die 13-Jährigen in meiner Umgebung schon ganz normal behandelt wie mich. Absolut gleichwertig. Und durch den Psychologen, durch den psychologisch interessierten Erfolgscoach, hat tausende Bücher gelesen über Psychologie. Hat wahrscheinlich mehr Ahnung davon als ein Psychologe. Erkannte ich, dass man das auch schon bei noch Jüngeren machen sollte, bei Kindern, Kleinkindern, Babys, damit die schneller reif und erwachsen werden. Und dann hat er auch noch ein Buch zitiert, wo eine Lehrerin das Experiment gemacht hat und Viertklässlern irgendwas hat lesen lassen, was man sonst erst Abiturienten oder Leute, die aufs Gymnasium gehen oder studieren, beibringt und lesen lässt. Und die Vierjährigen konnten damit ziemlich gut umgehen. Hat mal eine amerikanische Lehrerin oder so ein Experiment gemacht. Da wusste ich, dass man es, dass du mit einem Baby von Tag 1 an ganz normal zu reden hast. Na, hallo, Kind, wie geht's dir? Und nicht Gucci, Gucci, Gu. Und dann mit dem Finger oder der Nase wedeln. Ganz schrecklich. Und ich erweitere das jetzt mit spirituellen Lehren. Ich sehe ein Baby als noch etwas völlig anderes an, als gleichwertig. Also nicht nur als gleichwertig. Und wo ich einen genauen, wo ich denselben Sprachduktus jetzt verwende wie mit euch, inklusive hochkomplexer Fachbegriffe. Wie Parameter oder Phalanx. Star Trek lässt grüßen. Hätte ich hier ein Kind, und ich weiß nie, ob ich hier eins haben werde, würde ich es nur mit Star Trek Duktus füttern, von Tag 1 der Geburt an. Das Kind wird mit 3 so klingen wie ein technischer Ingenieur oder so. Aber ich sehe ein Kind noch als etwas anderes an, dank spiritueller Lehren. Ich sehe ein Baby, ein Neugeborenes an, als Seele, als eine reife Seele, die schon Jahrtausende Entwicklungsprozess hinter sich hat, in aberhunderten Inkarnationen und das von der Erfahrung her in manchen Bereichen sogar mir überlegen sein könnte. Damit ist nicht gemeint, dass ich mich abwerte und mich als weniger wert oder kleiner sehe. Mir ist schon meine Verantwortung hier bewusst, dass ich hier erstmal am Anfang das Gott für das Kind bin, der Gott für das Kind bin, weil ich, weil das Kind erstmal hier, weil die jahrtausendalte Seele erstmal mit einem resetteten Gehirn hier ankommt, wo erstmal die Erinnerungen gelöscht werden, dass erstmal gar nichts weiß. Da sehe ich schon meine Führerfigur. Ich verbinde mit dem Wort immer noch nichts Negatives, so mal gar nicht. Aber auch nichts positiv konditioniertes, sondern nur das Positive, was ich mir selber mit dem Begriff gereimt habe. Der war nämlich in meiner Kindheit, meiner Schulzeit neutral. Der Begriffführer. Nee, ich sehe mich erstmal als Hinweisschildgeber, als Begleiter für das Kind, der schon was erklären muss. Aber auch weiß ich, dass da im Energiewesenskern dieses inkarnierten Wesens, das einfach eine jahrtausendalte Seele ist oder eine jahrhundertalte Seele, die einfach nur einen neuen Körper hat. Und so spreche ich dann mit dem Kind. Das Kind wird geboren und ich sage, na, du Vollidiot, warst du jetzt schon wieder blöd hier in 3D zu inkarnieren, dein Gedächtnis zu löschen und dir diesen Qualen auszusetzen, du bist doch dumm. Das ist das Erste, was ich der Seele sagen würde. Aufgrund meiner negativen Erfahrung werte ich erstmal ab, dass er so dumm war, in 3D zu inkarnieren. Aber eben in dem vollen Wissen, dass da gerade jemand inkarniert ist. Und das ist echt totale Scheiße, dass das nicht jeder auf diesem Planeten weiß. Dass es einfach nur ein neuer Körper ist. Und dahinter reifer Mensch, der schon viel Erfahrung gesammelt hat. Also eine gewisse Reife, eine relative Reife.
natürlich noch nicht ausgereift, aber eine gewisse relative Reife, da hier auf dem Planeten schon nicht weiß, wie viele Inkarnationen verbracht. Ist vielleicht König Ludwig der 16., der da gerade inkarniert ist und der jetzt deinen Rat braucht. Oder irgend sowas. Wenn das jeder wüsste. Wie krass wäre das, ne? Also spricht man nicht nur mit Kindern wie mit Erwachsenen, um es versimpelt auszudrücken in 3D, sondern wirklich, du bist eine jahrtausendalte Seele, die sich mit einer jahrtausendalten Seele in einem neuen Körper unterhalten muss. Das ist unser Werden hier. Und so bitte dann mit Kindern umgehen. Du bist eine jahrtausendalte Seele und das ist eine jahrtausendalte Seele in einem neuen Körper. Das nochmal kurz frisch eingeführt werden muss, um die Grundzüge von 3D nochmal frisch zu lernen. Und dann könnt ihr dann rätseln, woher es kommt, was es hier machen will, wie alt es ist. Und in der Sekunde, wo man das weiß, das ist ja eine jahrtausendalte Seele inkarniert in diesem Babykörper. Und in der Sekunde, wo man das weiß, sind alle psychologischen Lehren, die ich in den letzten 5 Jahren gehört habe, überflüssig und nicht mehr nötig. Zum Beispiel solche psychologischen Erkenntnisse wie, man muss einen Menschen sein eigenes Ding machen lassen, seinen eigenen Weg finden lassen. Und man darf nicht den Menschen für sich verwenden als, was weiß ich, als Besitz, damit der Mensch irgendwas macht, damit man selber glücklich ist. Wenn ich selber glücklich bin, verwende ich den Menschen für mich und so ein Schwachsinn. Nein. Wenn man weiß, oh, der da vor mir ist 1000 Jahre alt, käme man gar nicht mehr auf die Idee, den eigenen Weg auf das Kind zu projizieren, das Kind zu zwingen mitzumachen. Dass das Kind die eigenen Hobbys mitmachen muss, dass das Kind die eigenen Interessen mitmachen soll. Nee, das wird geboren und kann machen, was es will. Sein eigenes Ding. Das heißt, das ist nur ein einziges Beispiel jetzt gewesen. Ich habe tausende psychologischer Lehren erkannt, die alle überflüssig sind, durch die Erkenntnis, oh, der da in dem Babykörper ist gerade 1000 Jahre alt. Oder 25.000 Jahre alt oder so. Ich habe das mal errechnet. Needle and Watch ist ca. 25.000 Jahre alt. der hat seine Informationen, wie oft er inkarniert ist, geschändelt. Ich habe ein Durchschnittsalter genommen, das dann errechnet. Also eine Inkarnationsanzahl mit einem Durchschnittsalter verglichen, dann ist Needle and Watch mindestens 25.000 Jahre alt. Und zu wissen, oh, in dem Babykörper ist etwas Gereiftes, ein gereiftes Stück Bewusstseinseinheit, was 25.000 Jahre alt ist. In dem Moment kommt mir automatisch nicht mehr die Idee, dass das etwas Neues ist, was ich für mich verwenden kann oder zu verwenden habe. Zum Beispiel, ich bin Fußballfan, ich muss mein Kind jetzt, wenn es 6 Jahre alt ist, eine Fußballfahne um den Hals wickeln und das mit ins Stadion ne nehmen und diesen ganzen Blödsinn aussetzen, weil ich daran Freude habe. Nein, Eltern sollten eine beobachtende Funktion einnehmen. Und diesen Begriff sollten verwende ich sehr bewusst und überlegt, weil mein Ego das aufzwingen will. Ich hätte das Wort dürfen verwenden können, aber mein Ego sagt, sie sollten mit dem Kind so umgehen, einfach nur beobachten, drangehen. Gucken, welche Interessen hat es und das Kind dann machen lassen und das ganze Leben. So sehe ich mittlerweile Kinder an. Und dann käme ich gar nicht auf die Idee, wie Marc Hegewald von Marc Mobil zu sprechen. Jedoch lösen Kinder aufgrund ihrer Unschuld und Reinheit in noch jungen Jahren, wo sie noch im Vergessen sind, ihre alten Laster aus dem alten Leben, lösen natürlich schon etwas in uns aus, was wir die Kinder als rein und niedlich empfinden lassen. Und da wird unsere Stimme automatisch, wenn wir in unserer Mitte sind, sanfter bei einem Kind. Und das ist auch okay, das dürfte bei jedem Menschen so sein, man sieht jemanden, die Stimme wird erstmal sanfter. Jedoch braucht es dann eben nicht ins Absurde, Gigigagagugu, mit null Inhalt abdriften. Aber die Sanftheit, die entsteht, die darf natürlich sein. Man muss sich jetzt nicht zwingen, wie ein Roboter mit einem Kind zu reden. Das ist damit nicht gemeint gewesen. Sondern einfach nur, du siehst ein Kind und strahlst doch mal, weil hübsch. Dann wirst du sanfter in der Stimme und kannst mit dem Kind auch sanft reden.
Aber inhaltlich kannst du dem Kind den kompliziertesten Duktus und die härteste Fachsprache von den Hals latschen. Okay. Bin dann erstmal durch. Bis später.